Ah, jetzt ist schon. Wird aufgezeichnet. Gut, wir sind online. Ich habe jetzt gar nicht den Countdown gesehen. So, einen schönen guten Morgen aus Berlin an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Geben Sie mir doch mal bitte eine ganz kurze Rückmeldung im Chat, ob Sie mich gut hören können. Ja, super, genau, Frau Dieter, es ist ja schon eine alte Bekannte, genau. Schön. Ich freue mich über das rege Interesse an auch an der Ho Entschuldigung, an der heutigen Veranstaltung, obwohl das Thema im Vergleich zum Storytelling oder zu den Einführungen in den vergangenen Wochen, Einführungen in die Fördermittelakquise, möglicherweise ein etwas komplexeres ist, was Sie ein bisschen mehr fordern wird, falls Sie noch keine Vorkenntnisse besitzen. Insofern prima, dass Sie sich rantrauen. Es ist ein ganz wichtiges Thema und ich hoffe und ich bin davon überzeugt, Herr Kesseler, mit Herrn Kesseler habe ich einen super Referenten gewinnen können für die heutige Veranstaltung, der Ihnen das Thema auf eine Art und Weise näher bringt, dass Sie es nicht gleich wieder weglegen, sondern dass Sie gewillt sind, sich auch noch weiter damit zu beschäftigen. Also zumindest bei mir hat er das geschafft. Ich habe ihn nämlich schon einmal 2017 in Dresden zum Fundraising-Tag gehört und bin da auf ihn aufmerksam geworden. Insofern erstmal herzlich willkommen, Herr Kesseler. Er ist aus Danke. Leipzig zugeschaltet. Genau. Mich kennen die meisten vermutlich aus der Reihe oder wir hatten sonst irgendwie schon Kontakt in der Vergangenheit. Ich bin Karina Böttcher, EU- und Drittmittelreferentin im Kompetenznetzwerk für Bibliotheken des Deutschen Bibliotheksverbandes. Genau. Und was mache ich? Ich beschäftige mich oder mein Tagesgeschäft ist das Thema Bibliotheken und Fördermittel. Und zwar alles, was damit zu tun hat. Also ich recherchiere Ausschreibungen natürlich, Wettbewerbe und Preise, gucke nach allem, was wissenswert ist, ob sich Förderlinien ändern oder was auch immer. Ja, also alles, was Sie sich vorstellen können, was mit Bibliotheken und Fördermitteln zu tun hat. Und bei Bibliotheken meine ich jetzt nicht nur öffentliche Bibliotheken, sondern gleichermaßen auch wissenschaftliche. Es ist überhaupt nicht wichtig, welche Größe Sie besitzen oder was für eine inhaltliche Ausrichtung. Ich bin für Sie da, wenn Sie sich mit dem Thema Fördermittel beschäftigen wollen. Genau. Und wenn ich das nicht mache, also Ausschreibungen recherchiere und kommuniziere, dann gebe ich solche Veranstaltungen wie heute. Oder ich berate auch ganz konkret zu Projektideen, die Sie haben. Ich gucke, falls Sie ein Fördermittelanliegen planen, wo man gegebenenfalls Mittel akquirieren kann, welche potenziellen UnterstützerInnen Sie ansprechen könnten. Und ich helfe Ihnen bei der Antragstellung. Das ist sozusagen meine Aufgabe, dafür bin ich da. So, und ich habe schon gesagt, ich recherchiere Ausschreibungen und alles, was damit zu tun hat, was also Bibliotheken und Fördermittel betrifft. Und Sie finden die Informationen einmal auf dem Bibliotheksportal. Das ist die Webseite des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken. Wir sind eine Anorganisation des Deutschen Bibliotheksverbandes, gehören mit dazu, genau, und sind für alle Bibliotheken offen. Sie müssen nicht Mitglied im Deutschen Bibliotheksverband sein. Sie können immer die Serviceangebote des Kompetenznetzwerks für Bibliotheken nutzen. Und eines ist eben, sich zum Thema Fördermittel beraten zu lassen. Genau. Wobei ich muss auch gleich dazu sagen, das Anfragenaufkommen ist im Moment ein sehr, sehr hohes. Also Sie können sich immer jederzeit an mich wenden. Allerdings bin ich nicht mehr ganz, also ich brauche einfach ein bisschen Zeit zur Bearbeitung Ihrer Anfragen. Da möchte ich Sie um Verständnis bitten. Ich nehme mir die Zeit auch. Ich finde, es ist wichtig, dass Sie auch Informationen zurückgespielt bekommen, mit denen Sie weiterarbeiten können. Aber das braucht eben immer auch ein bisschen Zeit. Genau. Das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken ist auch auf Twitter aktiv unter dem Hashtag BIP-Förderung. Da werden zum Teil Ausschreibungen kommuniziert, also besondere Ausschreibungen, auf die wir nochmal hinweisen möchten, auch kurzfristig. Und dann gibt es noch zwei Newsletter. Ich freue mich ganz besonders, dass so viele von Ihnen jetzt die Mailingliste Förderung abonniert haben. Es ist, glaube ich, in diesem Jahr, seit Januar haben wir schon, glaube ich, 80 neue Abonnentinnen dazu gewonnen. Das ist wirklich eine extreme Steigerung und das zeigt, dass das Thema Fördermittel in Bibliotheken mittlerweile auch ein wichtigeres geworden ist oder ein wichtiges geworden ist. Genau, und diese Mailingliste, da bekommen Sie nochmal
im Wochentakt, das bemühe ich mich gerade zumindest, alles zum Thema Förderung, was ganz aktuell ist, serviert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das ist eine Liste mit ungefähr 10 bis 12 Meldungen und da bekommen Sie eben auch Hinweise auf die aktuellen Ausschreibungen oder Wettbewerbe, die Sie sich bewerben können. Genau, aber auch Termine beispielsweise zu Fortbildungen, nicht nur vom Deutschen Bibliotheksverband, sondern auch von Dritten, wie beispielsweise die nationalen Kontaktstellen der EU-Förderprogramme. Ich würde es Ihnen sehr ans Herz legen, diese Mailingliste zu abonnieren. Sie ist kostenfrei. Sie kommt regelmäßig. Sie soll jetzt auch ein neues, also sie hat schon ein neues Design. Ich war nur technisch nicht firm genug, das jetzt irgendwie in den letzten beiden Listen umzusetzen. Aber ich hoffe, in dieser Woche gibt es auch ein schickeres Design für diese Mailingliste. Genau, und da würde ich Ihnen ans Herz legen, abonnieren Sie die bitte. Es erspart Ihnen viel Arbeit. Sie können es einfach nutzen für Ihre Vorhaben. Und genau, dann gibt es noch den DBV-Newsletter, den kennen die meisten von Ihnen vielleicht auch schon. Das ist ein Newsletter, der auch im 14-tägigen Rhythmus kommt und immer 2 Fördermittelmeldungen beinhaltet, aber auch andere Themen rund um das Kerngebiet, unser Aufgabengebiet Bibliotheken. Jetzt muss ich mal ganz kurz husten, einen ganz kleinen Moment. Wir beschäftigen uns jetzt schon seit einigen Wochen mit dem Thema Fundraising und ich habe nochmal auf der Folie zusammengefasst, was es eigentlich ist. Sie wollen ja beim Fundraising, ich habe es jetzt so reduziert, Fundraising ist die private Mittelakquise, also die Akquise von privaten Mitteln, die Sie bekommen, wenn Sie private Stiftungen, Unternehmen oder auch Einzelpersonen ansprechen. Genau, und das ist das Konzept des Fundraisings sozusagen. Sie gehen proaktiv auf potenzielle private UnterstützerInnen zu und tragen ihr Anliegen vor und hoffen, dass diese das so interessant und spannend finden, dass sie mit ihren Mitteln sozusagen sie unterstützen. Genau. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass Sie genau das Geld einwerben, was Sie auch zur Umsetzung Ihres Vorhabens brauchen. Und sehr ärgerlich, wenn Sie einen bestimmten Betrag einwerben und von dem nochmal Steuern bezahlen müssen und der Betrag, den Sie dann sozusagen für Ihr Projekt zur Verfügung haben, geringer ist. Ja, also ich bin jetzt nicht gegen Steuern, sondern ich meine einfach oder gebe Ihnen die Empfehlung, denken Sie bei der privaten Mittelakquise auch das Thema Steuern mit, so dass Sie wirklich, wenn Sie Gelder einwerben, genau das Geld zur Verfügung haben, was Sie zu einer guten Umsetzung Ihres Vorhabens brauchen. Und ich glaube, wir bekommen heute einige wertvolle Hinweise von Herrn Kesseler, wie man da am besten vorgehen kann. Genau. Wir haben zum Einstieg 3 kleine Umfragen geplant und ich würde jetzt mal eine starten. Sie können da einfach, ich zeige es Ihnen gleich, Moment, wir fangen mal hier an, Start. Und zwar möchte ich gerne oder möchten wir gerne wissen, haben Sie in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit der Einwerbung privater Fördermittel gesammelt? Und Sie können sagen, ja, das machen wir ganz regelmäßig oder na, wir haben schon mal drüber nachgedacht, aber so richtig eingestiegen sind wir in das Gebiet noch nicht. Oder Sie sagen, nee, wir stehen ganz am Anfang, ist auch total legitim, deswegen sind Sie ja jetzt auch heute hier. Genau, jetzt läuft hier gerade die Abstimmung. Aha. Okay. Ich präsentiere mal die Ergebnisse. Ich würde sagen, Moment. Also ein ganz großer Teil hat Interesse an dem Thema und steht sozusagen noch am Anfang. Also 44% oder knapp 45% sagen, okay, wir haben damit noch nichts zu tun gehabt in unserer Einrichtung. 41% sagen, wir haben da schon mal drüber nachgedacht, aber wir sind da auch noch ganz am Anfang. Und fast 15% sagen, wir machen das regelmäßig und genau, sind da sozusagen schon ein bisschen alte Hasen auf dem Gebiet. Genau. Spannend. Gut, dann beende ich mal die Umfrage. Jetzt die nächste Frage. Wissen Sie, worum es sich beim Crowdfunding handelt? Was könnte Crowdfunding sein?
Haben Sie eine Ahnung? Jetzt kommen wir gleich mit diesen Fachbegriffen um die Ecke. Kurz nach 10. Was ist mit ja? Kenne ich, aber haben wir noch nicht gemacht. Nee, nee, Sie sollen einfach nur sagen, ob der Begriff Ihnen was sagt. Sie müssen es noch nicht umgesetzt haben, aber wissen Sie, was sich dahinter verbirgt? Aha, der Großteil, also 76 oder sagen wir, ne, oh jetzt, gut. Ich präsentiere mal die Ergebnisse. 78, also wir sind mal großzügig, 80% sagt ungefähr, haben wir schon mal gehört, aber ich habe keine genaue Vorstellung, was das ist. Jetzt ist es ein bisschen 12% sagt, ja, haben wir schon mal versucht und ungefähr 9% sagt, nee, das ist mir gänzlich neu. Was ja auch, wie gesagt, absolut legitim ist. Dafür treffen wir uns ja auch heute. So, und die letzte Umfrage, und dann hoffe ich, Sie sind alle wach und aktiv jetzt für unser Online-Seminar. Jetzt wieder nochmal so ein Fachbegriff. Betrieb gewerblicher Art. Wissen Sie, was sich dahinter verbirgt? Ja, weiß ich, habe damit häufiger zu tun. Oder B, habe schon mal davon gehört, weiß aber nicht genau, was das bedeutet. Oder C, nee, ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Aber genau deswegen sitze ich ja heute auch hier hinter meinem Rechner und bin gespannt, was in den nächsten anderthalb Stunden hier passiert. So, wir haben fast alle haben abgestimmt. Wir haben übrigens 40 TeilnehmerInnen heute bei unserem Online-Seminar und 34 haben ihre Stimme abgegeben. Davon sagen ungefähr 47% oder sagen genau 47% habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, was es bedeutet. 37% sagen, nee, das ist mir neu. Und 17% sagen, habe ich schon häufiger damit zu tun gehabt. Ich präsentiere nochmal die Ergebnisse. So, jetzt müssen Sie es auch sehen. Genau. Und Herr Kesseler, das ist jetzt Ihr Einstieg sozusagen. Jetzt wissen Sie ungefähr, wo die heutigen ZuhörerInnen so stehen. Genau. Vielen Dank für die rege Beteiligung und spannende, jetzt muss ich mal gucken hier, spannende anderthalb Stunden jetzt. Moment, ich mach mal die Präsentation von Herrn Kesseler auf. So. Jetzt dauert es eine Weile, bis das hochlädt. Bin ich schon zu hören? Ja, ja Sie sind zu hören. So, und jetzt übergebe ich an Sie, Herr Kesseler. Danke, Frau Böttcher. Ja, spannende Ergebnisse. Ja, ein wunderschönes Guten Morgen in die Runde. Sehr geehrte Damen und Herren. Bibliothekswesen. Ich selber bin begeisterter Leser, habe über 1000 Bücher zu Hause. Ach, Herr Kesseler, ganz kleinen Moment. Ja? Sie sind nicht zu hören? Ich bin doch nicht zu hören. Bei mir ist aber alles... Können Sie nochmal eine Rückmeldung geben? Doch, ich höre alles. Ah, okay. Frau Kressel, dann ist es vielleicht bei Ihnen... Doch, ist doch zu hören. Entschuldigung. Ach so, dann okay. War es vielleicht ein technisches Problem, ein einzelnes. Dann müssen wir nochmal gucken, ja. Frau Kressel, wie wir das lösen. Genau, also, Entschuldigung. Okay, ja, sorry. Ja, und es war ja auch Tag, glaube ich, oder Welttag des Buches. Also ganz aktuelles Thema. Und die Eingangs... Umfrage, die Ergebnisse sind schon sehr spannend, hätte ich jetzt so extrem nicht erwartet. Aber es zeigt, dass man also doch durchaus über Fundraising nachdenken muss und kann. Sie kennen die Lage der Bibliotheken, in der Kommunen kürzen die Mittel, es sind etwas schwierige Zeiten, Corona etc. Und da sind also neue Aktivitäten zur Mittelbeschaffung. Ja, auf der Tagesordnung, wo ich mich damit beschäftigt habe, nochmal speziell mit dem Bibliotheksverband, war ich auch sehr beeindruckt, wie weit auch schon die Angebote reichen, auch von E-Books etc., digitale Leistungen. Also das war ganz spannend. Und bevor wir loslegen, dann noch ganz kurz zu mir. Frau Böttcher hatte ja schon die Latte hochgelegt, ne, die ich jetzt erfüllen muss. Ja, also ich beschäftige mich schon seit über 25 Jahren mit Besteuerung von Non-Profit-Organisationen, also überwiegend gemeinnützige Körperschaften, aber auch juristische Personen öffentlichen Rechts. Ja, muss ich jetzt nicht alles dort vorlesen. Wir haben also in der EQ-Gruppe in jeglicher Hinsicht, sind wir da tätig, spezifisch für NPOs. Und
das sehen Sie hier nochmal kurz, wir sind jetzt mittlerweile, wir sind glaube ich schon 12 Bundesländern und beraten Rechtsformen, alle Rechtsformen, die es gibt im gemeinnützigen und altruistischen Bereich. Und auch die Kommunen, das merken wir auch in unserer Mandantschaft, sind immer mehr auch steuerlich gefordert, weil sie eben auch neue Wege zur Mittelbeschaffung gehen müssen. Und das ist ja heute das Thema, das haben Sie ja schön gesagt, Frau Böttcher, dass man weiß, was man tut, um möglichst dann die Steuerbelastung oder unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Darum soll es heute gehen. Und da haben Sie hier schon die Schwerpunkte des Seminars. Ich nehme ja an, dass die Teilnehmerinnen das Skript dann zur Verfügung bekommen nach dem Vortrag. Sie sehen, wir haben ja 60 Folien vor uns. Ich werde das dann halt auch schwerpunktmäßig entsprechend konzentrieren, ne, dass wir das auch zeitlich schaffen. Ja, Herr Kessler, ich habe eine Frage, eine Bitte. Können Sie vielleicht ein kleines bisschen lauter sprechen, weil es immer noch, ja, weil das es gibt immer noch zumindest super, einige. Ja. Ja, genau. So, jetzt, ja. Jetzt bin ich aber still. Gut. Die Schwerpunkte des heutigen Seminars, ne, das wäre mal kurz Ausgangslage. Da schauen wir uns mal den Spendenmarkt an, dann die Sponsoringarten und dann wechseln wir also speziell zu Spenden und Crowdfunding, was ja mit so wesentliche Betätigungen bei Ihnen sein könnten, beziehungsweise schon sind. Und dort müssen wir dann schauen, mal liegen entgeltliche Betätigungen vor, denn damit kommen automatisch auch steuerliche Bemessungsgrundlagen auf die Tagesordnung. Kurzer Hinweis zur Umsatzsteuer, das können wir heute gar nicht so ausbauen. Da könnte man auch Stunden referieren, gerade bei Umsatzsteuer von juristischen Personen öffentlichen Rechts, die in der Regel Träger von Bibliotheken sind. Und zum Schluss möchte ich dann nochmal auf ein Gestaltungsmodell, das ist nicht neu, aber das macht oft Sinn, einen Förderverein oder vielleicht auch einen gemeinnützigen BGA zu gründen. Das können wir dann gerne in der Diskussion auch besprechen. Dann ein kurzes Fazit. Wir haben so vereinbart, Frau Böttcher und ich gestern, dass Fragen sofort gestellt werden können, weil ich glaube, das ist dann auch zur Untermalung und besserem Verständnis sinnvoll, als wenn wir das dann erst am Schluss des Vortrages machen und dann wissen wir auch mit der Zeit, wie wir da liegen, ist dann besser zu handeln. So, ich glaube, jetzt sind alle technischen behoben, ne? Also scheinen mich ja doch alle zu hören. Frau Böttcher nickt, das gibt Sicherheit, sehr gut. So, kleines Warm-up, aktuelle Situation. Da verweise ich mal, Sie haben ja, also die Frau Böttcher das kennen, wer sich näher mal mit beschäftigen möchte, wie das überhaupt aussieht auf dem Spendenmarkt. Sie sehen es hier im Screenshot unten, da gibt es sogenannte Bilanz des Helfens, das ist der Deutsche Spendenrat, der macht das seit 2005, checkt ja eben jedes Jahr, wie viel wurde gespendet, von wem und für was. Und das Überraschende ist, dass also in 2021 das Spendenvolumen, und das ist interessant für Sie, eine gute Nachricht, seit diese Untersuchungen durchgeführt werden, am höchsten war. Also man hat seit 2005 am meisten gespendet in so einem schwierigen Jahr. Es geht hier um 5,8 Milliarden Euro. Das wird so ungefähr in verschiedenen Angaben so als der Spendenmarkt in Deutschland angesehen. Also das ist eine Menge Geld, aber auch eine Menge Interessenten für diese Spenden. Ne? Und das können Sie sich dann auch mal selber, das gibt es als PDF kostenlos im Internet anschauen. Das ist sehr interessant. Da können Sie nämlich schon bestimmte spezifische, taktische Erfordernisse ableiten. Und wir sehen, dass also 7-mal im Jahr gespendet wurde. Ja, ich spende auch regelmäßig für verschiedene Dinge. Das kommt so hin, mehr oder weniger. Und dann die durchschnittliche Spende bei 42 Euro. Das wird natürlich, das ist der statistische Wert. Aber Sie sehen, es gab sogar zweistellige Zuwachsraten. Wenig ist das nicht. Und dann will ich Ihnen nochmal auf der nächsten Folie zeigen. Das hatte ich gerade erwähnt, ne? Also 7% 2020. Und es gab sogar eben auch mehr Spender, also Menschen, die dann altruistische Organisationen unterstützen. Und die nächste, dort wollte ich hin, das ist spannend. Dort ist mal aufgezeigt vom Spendenrat,
wofür gespendet wird, was nicht direkt humanitäre Hilfe betrifft. Und zwar sind das die ganzen Sachen hier ausgeklammert, was Kirchen betrifft, was Katastrophenhilfe, Wohlfahrt, Mildtätigkeit. Also das versteht man alles und humanitäre Hilfe. Und der Rest, die 24,2%, Sie sehen, na, das ist also der überwiegende Teil geht eben direkt in die Hilfe für den Menschen. Und der Rest, der teilt sich nochmal auf. Und da sehen wir Kultur und Denkmalpflege. Hier fallen die Bibliotheken natürlich drunter. Na, also in Betätigung Kunst und Kultur, wofür man spenden kann. Natürlich auch an juristische Personen öffentlichen Rechts, Kommunen. Sie sind ja oft Träger der Bibliotheken. Sind im Grunde genommen hier 2,6% insgesamt. Das ist natürlich nicht viel. Na, dann geht noch viel in Umwelt, in Tierschutz und so weiter. Das möchte ich ja gar nicht ausführen, im Grunde der Zeit. Also das kann man, wenn man das checkt, na, das ist dann nicht allzu viel, da relativiert sich das. Aber die gute Nachricht, man hat zumindest 2% mehr gespendet als in 2020 für kulturelle Betätigung. Na. Und es gibt natürlich auch viele soziokulturelle Zentren und Theater und Musikhäuser etc. Aber der Kuchen ist nicht allzu groß. Ne? Das relativiert sich dann wieder. Und da muss man natürlich dann auch schauen, was haben wir außerhalb von Spenden für Möglichkeiten, Mittel zu akquirieren. Ja, das mal so als Warm-up. Und das ist im Grunde genommen für Sie, denke ich, nichts Neues. Durch den hohen Veränderungsdruck, gerade durch Digitalisierung und natürlich auch durch gesellschaftliche Veränderungen, wie durch die Pandemie und jetzt auch natürlich durch den Krieg in der Ukraine. Ja, das wird alles Auswirkungen haben. Ja, vielleicht gewinnen Sie auch zusätzliche Leser. Sind ja doch dann viele Ukrainer in unserem Land. Also wir haben ein sehr dynamisches Umfeld und das erfordert immer auch wieder zu checken, wie richtig meine Strategie auch auf dem Fundraising. So, da haben wir schon die Fragen, aber das erläutere ich jetzt nicht. Ne? Also das kann man sich in dem Bilanz des Helfens gut selber anschauen. Nur mal als Beispiel, ne, was es so gibt schon seit vielen Jahren. Ich habe jetzt irgend so ein Hintergeräusch auf meinem Kopfhörer. Wir haben neue Fundraising-Kanäle. Also zum Beispiel auch Better Place, das ist bekannt, ne? Das ist auch eine Gemeinschaftsorganisation, die für bestimmte Objekte Spenden sammelt und die dann an die gemeinnützigen Träger weitergibt. Und wir haben natürlich auch das Modell des Crowdfundings. Und das habe ich hier mal nur aus Startnext, den Screenshot. Hier mit einem Projekt, was nicht so gut gelaufen ist, aber Sie sehen, es gab für Bibliotheken nicht viel. Das war so eins, was herausstach. Da wollte man also private Bibliotheken mit öffentlichen vernetzen und dass man dann einen hohen Zugriff auf Literatur hat. Das war ein Träger und gemeinnütziger Verein. Das schauen wir uns später im Vortrag nochmal an, weil dort ist es eben interessant, wann habe ich dort steuerliche Bemessungsgrundlagen, weil, und das ist schon, glaube ich, vielleicht die erste Erkenntnis heute, man in der Praxis oft fälschlicherweise annimmt, dass Crowdfunding alles Spenden ist und das ist es nicht. Also es ist oft eine entgeltliche Betätigung, warum, erläutere ich Ihnen dann später. So, Sponsoring-Arten. Ne? Sponsoring ist ein großer Begriff, wie Fundraising auch, wir haben es ja gesehen, alles was man tut, um Mittel zu bekommen. Und ja, die Mittel, die einem zufließen aus verschiedenen Betätigungen, werden natürlich, das wird Sie nicht überraschen, steuerlich unterschiedlich betrachtet. Und es gibt den Erlass, kann ich Ihnen nur empfehlen, den finden Sie auch auf der Seite des BMFs oder auch im Chat, also im Internet, Entschuldigung. Den kann ich auch, wenn es gewünscht ist, der Frau Böttcher noch zukommen lassen. Der gilt immer noch aus 1998, man glaubt es kaum. Und der wurde immer mal dann als Anlass genommen, also die Spielregeln von den analogen Medien, Sie sehen ja aus 98, da hat sich viel getan, werden dann auf die digitalen Medien übertragen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe dann ein paar Beispiele innerhalb aus Ihrer Branche,
auch dazu, wo wir mal durchleuchten, was passiert hier eigentlich. Und wir sehen, was grün gezeichnet ist, dort haben wir als einziges eine vollkommen steuerneutrale Betätigung. Das ist einmal die Spende, ja, das ist natürlich die einfachste Form in steuerlicher Hinsicht, in der Beschaffung natürlich nicht. Und als Spende wird auch in einem Sponsoring-Erlass im Grunde genommen gewertet, eine einfache Danksagung, Hinweis auf den Sponsor unter Verwendung, Name, Logo, ohne besondere Hervorhebung. Und dann streitet man sich immer gerne, was ist eine besondere Hervorhebung? Und ich werde das dann immer noch mal ausführlicher darstellen. Eine besondere Hervorhebung ist zum Beispiel auch eine Verlinkung. Ja, und dann sind wir bei einer aktiven Werbung für einen Sponsor. Das hat man also auch das Bayerische Landesamt für Steuern hatte auch schon mal vor längerem entsprechend eine Verfügung erlassen, wo man das nochmal ausführlich dargestellt hat. Das haben andere Bundesländer auch. Und Sie sehen, selbst eine Duldungsleistung liegt vor, wenn Sie zum Beispiel als Bibliothek der Stadt Wittenberg sagen, okay, wir räumen einem großen Unternehmen das Recht ein, dass er darauf hinweisen kann, dass er nicht nur tolle Produkte herstellt, sondern sich auch für die Bildung der Bevölkerung in dem Kreis einsetzt und die Bibliothek, Stadtbibliothek Wittenberg unterstützt. Das würde schon ausreichen, ne, weil sie ihm damit ein Recht einräumen, ihren Namen zu verwenden. Ne. Also wir sind relativ schnell in einem Leistungsaustausch, auch im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Das haben wir dann leider zu beachten, weil eben auch tun, dulden, lassen oder erlassen sind schon Leistungsaustausch. Das mal so als Hinweis. Und das habe ich Ihnen hier nochmal kenntlich, sodass Sie im Skript das auch nochmal schön, ich versuche das immer visuell aufzuarbeiten und nicht so viel Text. Ja, Sie haben hier also, was rot umrandet ist, dort haben wir einen Leistungsaustausch und sprich, dort liegt ein Entgelt vor. Und da ist dann die Frage, wenn man da auch manchmal kein Entgelt vereinbart, wenn man Tausch gegen Tausch, Lieferung, Leistung, dann nimmt sich die Finanzverwaltung im Grunde genommen eine Bemessungsgrundlage, sagt, das und das wäre am Markt zu erzielen für die Leistung, das ist dann die Bemessungsgrundlage. Wir haben schon eine Frage. Genau. Frau Dieters fragt, also wenn der Sponsor in der Presse etwas schreibt. Ja, also wenn dann, was weiß ich, jetzt Unternehmen XY sagt, wir unterstützen unsere Stadtbibliothek, wir sind in unserer Stadt aktiv. Ist das dann schon eine Duldungsleistung? Das könnte man schon so sehen. Jetzt die Frage, was macht der? Also Sie haben ja gesagt Sponsor. Das könnte die Finanzverwaltung schon so auslegen. Und ich möchte gleich darauf hinweisen, also damit er auch nicht, ich will nicht sagen, oder ich sage es mal so, nicht blauäugig. Wir haben in den letzten Jahren, seit wir sind so was massiv, seit 2000, Anfang 2000 eben bei Hochschulen tätig und bei Kommunen. Und es haben Betriebsprüfungen der Kommunen und der Hochschulen haben zugenommen, spürbar. Ja, also man ist nicht raus aus der Prüfung der Finanzverwaltung, weil man eine Kommune ist. Also zum Beispiel Hochschulen, da gibt es große Hochschulsporteinrichtungen und andere Betätigungen, Auftragsforschung, aber auch bei Kommunen bis hin zu Bibliotheken. Da ist mir noch, aber da gibt es auch Rechtsprechung und da sieht man vor Finanzgerichten, dass man auch mit Bibliotheken, das kommt an anderer Stelle, hat man sich auch schon beschäftigt. Was ich damit sagen möchte, sie sind im Raster. Ne? Und da muss man natürlich dann auch mit den Betreffenden, Verantwortlichen der Kommunen dann auch eine gewisse Kommunikation zu den Fundraising-Maßnahmen organisieren, dazu später. Also dass sie beobachtet werden, ist auf alle Fälle durch die Finanzverwaltung ein Punkt. Ne? Und jetzt könnte ja durchaus in der Finanzverwaltung sowas lesen und sagen, okay, mal sehen, was die Bibliothek dafür macht. Man möchte natürlich eine Steuergerechtigkeit herstellen. Ne? Also es kann schon durchaus passieren. Gehen wir mal weiter. Und in dem Sponsoring-Erlass ist nochmal geregelt. Jetzt habe ich mal zwei, drei Bilder mit dem Text aus dem Sponsoring-Erlass, weil das schon zur Klarheit hier sorgt. Sonst möchte ich Ihnen das in der Regel ersparen, lange Texte zu lesen. Was hier steht, Sie sehen,
Und dann schauen wir uns an, was ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb? Da haben wir dann nämlich erstmal eine steuerliche Bemessungsgrundlage. Liegt eben nicht vor, das ist erstmal gut für uns zu hören, wenn eben der Empfänger der Leistung, Sie als Bibliothek und dann Träger die Stadt, auf Plakaten, Veranstaltungen, Ausstellungskatalogen, andererweise auf die Unterstützung durch einen Sponsor lediglich hinweist. Ne? So, und das kann unter Verwendung Namen, Emblem, Logo und so weiter, jedoch ohne besondere Hervorhebung, was also nirgendwo richtig definiert ist, erfolgen. So, wir sammeln vielleicht gewisse Fragen, Frau Böttcher, auch am Schluss, ne? Sonst, ja, ne? Also vielleicht dann nach diesem Abschnitt im Vortrag. Und das Gleiche haben wir hier nochmal auch nochmal definiert. Ne? Also es liegt auch kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, wenn die steuerbegünstigte Körperschaft dem Sponsor nur die Nutzung ihres Namens zu Werbezwecken in der Weise gestattet, dass der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder zur Imagepflege auf seine Leistung und die Körperschaft hinweist. Also hier hat man es dann nochmal spezifiziert. Also in anderen Fällen, wenn das direkt vertraglich vereinbart wird, haben wir schon einen Leistungsaustausch. Aber hier hat im Grunde genommen speziell Sponsoring Gemeinnützige, hat eben die Finanzverwaltung im Grunde genommen für Sie das auch nochmal etwas relativiert, sodass wir dort also nicht die steuerlichen Austausch haben, aber wir haben in Form eines Geschäftsbetriebes, aber, und jetzt kommt das Aber, es wäre zumindest dann Vermögensverwaltung. Das gibt es ja auch bei den Betrieben gewerblicher Art und insbesondere auch bei den gemeinnützigen Körperschaften. Das Gute ist, dass die Vermögensverwaltung im steuerlich begünstigt ist und deswegen weise ich hier nochmal hin, es gibt vielleicht eine oder andere Zuhörerin hier, die in einem Verein tätig sind. Ne? Das gibt es ja auch. Aber das können wir dann nochmal diskutieren. Also wir sind zumindest dort erstmal nicht so in der Schusslinie zur Besteuerung, wenn wir also lediglich hinweisen auf unseren Unterstützer der Bibliothek. Und jetzt kommt ein entscheidender Passus auch in dem Sponsoring-Erlass. Ne? Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt eben vor, wenn die Körperschaft an den Werbemaßnahmen mitwirkt. Und da müssen wir klären, was sieht die Finanzverwaltung als Mitwirkung. Wenn Sie jetzt kein gemeinnütziger Betrieb gewerblicher Art sind, das gibt es ja auch oft, das werden wir am Ende des Vortrages nochmal diskutieren, dann betrifft Sie das jetzt nicht unmittelbar, sondern ich möchte hier nur zeigen, dass also eine Werbung also niemals dann auch eine Betätigung sein kann, einen gemeinnützigen Satzungszweck zu erfüllen. Das haben wir aber hier bei den BGAs jetzt, wenn man das im Umkehrschluss oder anwendet, das ist eben keine hoheitliche Aufgabe, ne? Werbung für andere zu machen, um dann Mittel zu bekommen. Das kann man hier so ausnehmen. Ne? Also das wäre dann also ein Indiz für die Besteuerung dieser Tätigkeit, sofern man über gewisse Schwellenwerte kommt, die wir uns ja noch anschauen müssen. So, und das, hier steht das Gleiche, das muss ich nicht vorlesen. Es gibt noch den Umsatzsteueranwendungserlass, das heißt das hier so schön, ne, USTAE in der Abkürzung. Und dort hat man auch nochmal das für die Umsatzsteuer, weil Ertrags- und Umsatzsteuer wird immer getrennt betrachtet und das Umsatzsteuergesetz folgt auch da seinen eigenen Spielregeln, möchte ich jetzt mal so einfach sagen, sodass das für uns auch nochmal wichtig ist, dass auch das von der Umsatzsteuergesetz her das geregelt ist, dass also die bloße Nennung und so weiter kein Leistungsaustausch im Sinne der Umsatzsteuer ist. So, Spenden. Jetzt können wir noch, wir haben jetzt glaube ich nicht so besondere Fragen, oder? Da können wir dann weitermachen. Also ganz kleinen Moment, es ging, Frau Deters hatte eine Frage gestellt, die habe ich aber nicht so ganz verstanden. Ich auch nicht, genau. Frau Deters, können Sie es vielleicht nochmal genauer formulieren? Sie haben jetzt gesagt, es geht um Eigenwerbung, das heißt, ich muss schreiben, was für ein toller Hecht oder was für eine tolle Institution ich bin und das dabei erwähnen und nicht, wenn ich Werbung für die gemeinsame Veranstaltung mache.
Ach so, Sie meinen jetzt, was ist der Leistungstausch? Wenn Sie jetzt in der Zeitung schreiben, wir machen eine Lesung mit der Bäckerei von nebenan, ist das dann schon ein Leistungstausch oder einfach nur eine sachliche Information? Ja, und das ist dann eine sachliche Information, ne? Also wenn Sie nirgendwo, wenn Sie sagen, in Verbindung, ja, mit Kooperation mit, ja, in Unternehmen, da würde ich das noch nicht als Werbung betrachten, wenn Sie das zusammen organisieren, ne? Die Frage ist, wir sehen das ja, inwieweit wird dann auf den Kooperationspartner hingewiesen und Kooperationswiedereignis-Thema, das ist nämlich auch eine sehr interessante ja, Sachverhalt, auch bei der Besteuerung. Ne? Man ist auch schnell, wenn man eine gemeinsame Veranstaltung hat, hat man eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ohne dass man das wollte, wenn man nach außen gemeinsam auftritt. Also ich will jetzt das gar nicht verkomplizieren, aber ich möchte Ihnen damit, Sie merken, sensibilisieren, dass man sehr schnell in den steuerlichen Fokus geraten kann. Ne? Und deswegen, ich werde das mehrmals erwähnen, für alle diejenigen unter Ihnen, die, wo also die Bibliotheken in Trägerschaft des juristischen Personen von Rechts, Kommunen und so weiter ist, dort muss man sich wirklich einen kurzen Draht haben zu den Damen und Herren, die sich also mit, ja, mit dem Haushalt beschäftigen. Ne? Denn die Beispiel die Kommune ist Unternehmer, Gesamtunternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Also die müssen die ganzen verschiedenen Betätigungen, ne, die umsatzsteuerlich relevant sind, natürlich bündeln. Ich möchte das gar nicht jetzt im Fachdeutsch weiter ausführen, aber ich kann Sie da eben bloß immer im Grunde genommen sensibilisieren, dass Sie sich mit den entsprechenden Stellen da gut absprechen. Denn das hat immer eine Auswirkung dann eben auf den Haushalt der Kommune. Und die müssen im Grunde genommen wissen, was passiert eigentlich. Ne? Wenn jeder jetzt so für sich, da angenommen, Fundraising-Aktivitäten macht, die einen steuerlichen Leistungsaustausch darstellen, dann werden die natürlich dann vielleicht mal böse überrascht, nicht begeistert sein. Ne? Also die Ideen, die man hat, muss man dann auch mit den entsprechenden Stellen absprechen. Auch wenn das dann manchmal natürlich wieder länger dauert, immer was machen darf. Wir kennen das alles. Und da ist natürlich, sind wir beim Stichpunkt, sind natürlich Spenden am einfachsten. Ich habe noch eine ganz kurze Rückfrage. Frau Dieters schreibt dann nochmal, was ist denn jetzt, wenn die Bäckerei, also ohne meinen, so habe ich es verstanden, ohne das Okay der Bibliothek einfach sagt, wir sind toll, wir machen gutes Brot und außerdem unterstützen wir unsere Bibliothek. Also das ist ja dann, also habe ich das jetzt verstanden, kein Leistungstausch, da macht ja dann die Bäckerei einfach ihren eigenen Stiefel und ich werde sozusagen als Bibliothek verhaftet und in so einen Leistungstausch reingezogen oder wie sehen Sie das dann? Ja, ich lese hier gerade die Frage ist nicht relevant, ob Geld fließt. Also das ist eben nicht relevant, das kann ich nochmal ganz deutlich sagen. Es ist nicht entscheidend, ob Geld fließt, ne? Weil auch Leistungsaustausch ein Tauschgeschäft sein kann. Lieferung gegen Leistung oder Leistung gegen Leistung. Und dass der Gast direkt eine Rechnung an die Bäckerei stellt, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wenn das natürlich durch die Bibliothek dann komplett nicht einbezogen ist. Ja, und dann haben wir dort auch kein Problem. Ne? Ich weiß jetzt bloß nicht, in welchem Hinsicht das gemeint ist, dass dann eine Bäckerei an den Gast eine Rechnung stellt. Also wenn die Bäckerei dort die Versorgung macht, vielleicht bei der Lesung, ne? Wenn ich das so deuten kann. Das ist jetzt nicht das Thema. Was ist denn gemeint mit dem der Rechnung und Gast? Habe ich jetzt auch nicht verstanden. Es geht ja darum, dass eine Bäckerei mit Geld oder was auch immer, auch Sachleistung meinetwegen, eine Veranstaltung bei einer Bibliothek unterstützt. Und jetzt ist die Frage, wann ist es ein Sponsoring, was steuerlich relevant ist? Nämlich dann, wenn ein Leistungstausch verabredet wird. Wenn beispielsweise die Bibliothek dann sagt, wir danken unserer lokalen Bäckerei für die großzügige Unterstützung. Dann macht sie ja aktiv sozusagen auf diesen Tausch aufmerksam und es ist dann ein Leistungstausch. Ja, wenn sie bloß hinweist auf die Unterstützung, ja, ohne besondere Hervorhebung, dann sind wir das. Wir schauen sie dann nochmal ein paar Beispiele an. Dann sind wir da auf der sicheren Seite. Aber wenn jetzt kein Geld fließt, nochmal ganz kurz, dann wird einfach geschätzt, ne, der Geldwert, oder? Das gibt es ja auch. Ich würde das an das Beispiel dann bringen, das wird das vielleicht deutlicher, sonst verzetteln wir uns etwas. Gut, okay. Und dann beim Sponsoring, die Frau Saller hat das vollkommen richtig schon erfasst,
Es ist nämlich sehr wichtig, das kommt am Schluss, dass man vertraglich genau regelt, wer was macht oder erhält. Ja, und das ist ja prinzipiell jetzt außerhalb der Steuer, auch jetzt hinsichtlich aus der Unternehmensberatung immer zu fragen, was erwartet der Sponsor? Was möchtest du eigentlich von uns? Das ist ja auch ganz wichtig, ne? Und das muss man dann versuchen, beiden Seiten auch eben zum Thema Steuern anzupassen. Ja, und Spenden ist natürlich die einfachste Form, weil eine Spende ist vollkommen steuerneutral und kann ja auch dann von dem Spendengeber, von dem Zuwendungsgeber steuerlich entsprechend von seinem Einkommen abgesetzt werden oder auch vom Einkommen des Unternehmens. Und wissen muss man, und das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, weil es in der Praxis immer wieder verkehrt gemacht wird, dass eine Spende ohne absolute Gegenleistung ist. Ne? Also das ist ganz wichtig. Man liest das sehr oft. Gegen eine Spende bekommen Sie ein jährliches Abo, habe ich schon mal gefunden hier im Bibliothekswesen. Oder dann kriege ich ein Abo, ne? Dann habe ich einen Vorteil. Oder gegen eine Spende können Sie das gebrauchte Buch kaufen. Oder erhalten gegen eine Spende dieses gebrauchte Buch. Ja, dann ist es keine Spende, dann habe ich das Buch verkauft. Ne? Also das muss jedem ganz klar sein und da kann ich noch darauf hinweisen, weil es immer wieder verkehrt gemacht wird, ohne jegliche Gegenleistung. Und es muss, wie es hier steht, so ein freiwilliges, unentgeltliches Vermögensopfer, ne, des Steuerpflichtigen sein. Ja? Frau Böttcher, also bei dem Programm ist das unterschiedlich. Als mein Cursor sieht man auch, ne? Die Teilnehmerinnen sehen meinen Cursor auf der Bildfläche nicht gut. Das habe ich befürchtet. Aber es ist nicht so dramatisch. Ich glaube, Sie müssen auf den Pfeil gehen. Sehen Sie das in der Menüleiste? Rechte Menüleiste, da ist ein Zeiger und da können Sie. Okay. Ich klicke mich mal raus. Jetzt müssen Sie mal. Gehen Sie mal auf den Zeiger, das vorletzte über dem Schloss. Das sehe ich, ja, aber das geht. Jetzt habe ich es hier so. Genau. Ne? Also deswegen habe ich es hier geschrieben, danke. Ne? Das müssten Sie bitte unbedingt beachten. Und was auch wichtig ist, das ist auch hier aus einem BMF-Schreiben zum Crowdfunding, kommen wir da ja später noch dazu, dass auch eine Aufteilung in eine Spende und angemessenes Entgelt, das funktioniert auch nicht, weil manche so die Ideen haben, ne? Wir nehmen nur das für die Lieferungsleistung. 100 und der zweite Teil 100 ist eine Spende, das funktioniert auch nicht. Gehen wir weiter, was auch noch wichtig ist, da habe ich Ihnen wieder mal einen Text direkt aus dem § 10b Einkommensteuergesetz, was umfassend eben die Spenden geregelt sind. Wann eine Spende vorliegt, man kann zum Beispiel auch eine Spendenquittung, sprich Zuwendungsbestätigung, nur über Nutzung und Leistung erteilen, wenn vorher also da auch ein Entgelt vereinbart worden ist. Wie ist das zu verstehen? Das wird nämlich in der Praxis auch ganz gerne verkehrt gemacht. Ich habe das mal hier an einem etwas drastischen Beispiel, ne, ist alles schon passiert. Also eine Bibliothek muss im Grunde genommen renoviert werden. So, das machen alles in Eigeninitiative oder neue Bücherregale. So, und jetzt sagen Sie, okay, ja, was würde denn das kosten? Und die Firma sagt, naja, das sind jetzt hier ein Beispiel, das sind circa 10.000 Euro. Ich stelle euch keine Rechnung, gebt mir einfach eine Zuwendungsbestätigung, sprich Spendenquittung und der Deal ist perfekt. So, und dann freuen sich natürlich alle und sagen, super, wir haben nichts zu bezahlen. Und der Fehler ist eben, man hat eben gerade diese eine Regelung, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe, nicht beachtet. Denn man hat sich hier im Grunde an der Steuerverkürzung mit beteiligt. Ja, also ich glaube, das wird wahrscheinlich bei Ihnen keiner machen, aber ist ja manchmal auch bei kleineren Summen passiert das sehr schnell, ne, dass man sagt hier für 1.000 Euro, ja, ihr kriegt gar keine Rechnung, gebt mir einfach eine Spendenquittung und dann ist das schon passiert. Denn in dem Moment, wo keine Rechnung gestellt wird, ne, wird das bei dem Sponsor, sage ich mal, gar nicht als Betriebseinnahme verbucht und er hat dann nur die Zuwendungsbestätigung als Ausgabe und er würde da vielleicht sogar, ne, dort finanziellen Vorteil haben, aber in dem Moment, wo er nämlich eine Rechnung stellen muss, muss er es bei sich als Betriebseinnahme buchen und natürlich zuzüglich Umsatzsteuer, die er abführen muss, die er von Ihnen gar nicht bekommen hat. Das ist nämlich der Hintergrund
Und dann kann er natürlich auch eine Zuwendungsbestätigung bekommen. Also da kann ich Sie nur warnen, wenn Sie eben über Nutzung und Leistung was vereinbaren, also das ist dann keine Sachspende, und er sagt, er möchte das spenden, dann geht das aber immer erst, das ist der verkürzte Zahlungsweg, er stellt Ihnen eine Rechnung und verzichtet dann auf die Bezahlung, bekommt dann von dem Träger der Bibliothek, Verein oder Kommune eine Spendenquittung. Ja, das funktioniert so. Dann ist alles im grünen Bereich. War das jetzt eine Frage, Frau Pötscher? Ja, nee, ich wollte es nur noch mal zusammenfassen. Also man kann das schon machen, dass man sich eine Sachleistung spenden lässt, aber man muss einfach die Formalien sozusagen beachten. Bingo, genau, das ist ganz wichtig. Ne? Man erlebt das oft, ja, man macht eine Veranstaltung, vielleicht auch außerhalb der Bibliothek, und der Räume hat, sagt, ich stelle euch keine Rechnung für die Räume, macht eure Veranstaltung und gebt mir eine Spendenquittung. Ich verlange in der Regel 500 Euro ne, für den Raum. So, und dann ist es schon passiert. Also er müsste dann eine Rechnung schreiben über 500 Euro, zuzüglich Umsatzsteuer, verzichtet auf die Bezahlung, dann kriegt er eine Spendenquittung. Also das Geld muss auch nicht hin und her fließen. Das ist dann verkürzter Zahlungsweg, so bezeichnet. Jetzt gibt es hier eine Frage. Dann zahlt die Firma aber drauf? Genau so ist es. Das ist super, dass Sie das so, weil wir haben es ja gesehen, Spende ist ein Vermögensopfer. Genau darum geht es. Ja, also die, wenn man spendet, wie im Privaten, wenn wir spenden privat, natürlich ist das ein Vermögensopfer. Man zahlt drauf, genau so ist es. Aber ist das für ein Unternehmen sozusagen im Sponsoring schon attraktiver, aber für die Bibliothek, um im sicheren Bereich zu sein, ist eine Spende besser? Also genau Unternehmen so, wollen gerne Sponsoring erreichen und sagen, wir geben euch Geld, wir würden uns aber wünschen, dass ihr dafür das und das macht. Ja. Und dann muss die Bibliothek eigentlich konsequent sein und macht sich leider damit ja auch ein bisschen unattraktiver wieder als potenziell geförderte Einrichtung. Ich glaube, das ist immer so das Problem, dass dann, sobald so ein bisschen Geld in Aussicht gestellt wird für was man unbedingt umsetzen möchte, dann auch eine Großzügigkeit einsetzt gegenüber des potenziellen Unterstützers oder der potenziellen Unterstützerin und man dann aber in so eine Steuerfalle reinläuft. Ja, genau, das ist der Punkt. Also deswegen habe ich eingangs gesagt, man muss ganz klar fragen, was erwartest du als jetzt mal prinzipiell als Sponsor unserer Bibliothek? Ne? Wenn jemand sagt, ich spende das gerne, ja, dann sagt er auch, dann bringe ich auch ein Vermögensopfer. Ne? Das ist ein Unternehmer bewusst in der Regel. Ja, manchmal werden auch da Gestaltungen unwissend vorgenommen. Ich will da nicht immer Vorsatz unterstellen, auf keinen Fall. Man muss nur wissen, für viele Unternehmen ist dann Sponsoring einfach interessanter, weil sie Spenden auch nur zu 20% vom Einkommen absetzen können. Ne? Und eine Sponsoring-Ausgabe, wo direkt also eine Werbeleistung dahinter steht, die kann zu 100% dann als Betriebsausgabe angesetzt werden. Das ist also dann eine Investition in die Bekanntheit des Unternehmens. Ne? Deswegen wollen in der Regel die Unterstützer dann lieber ein Sponsoring. Das kann schon sein und weniger eine Spende. Aber das muss man eben vorher klären, damit es dann nicht böse Überraschungen gibt oder Enttäuschung. Aber dann wäre es doch gut, ein passives Sponsoring sozusagen. Also eins ohne hervorgehobene, das wäre ja sozusagen der Königsweg. Genau. Man bietet ein Sponsoring an, aber weist auf die Unterstützerin oder den Unterstützer eben in einer nicht hervorgehobenen Art und Weise hin. Also so bedankt sich dadurch, aber so zurückhaltend, dass es steuerlich nicht relevant ist. Man sollte es aber in der Kommunikation mit dem Unternehmen vielleicht nicht ganz so dominant vorbringen, damit der potenzielle Sponsor nicht einen Rückzug macht und sagt, nee, aber wir wollen eigentlich viel mehr. Also man sollte jetzt nicht in so einen Vertrag oder in so ein Gespräch reingehen, ja, Sponsoring wollen wir auch gerne, aber wir können nur auf euch in nicht hervorgehobener Art und Weise hinweisen, weil sonst gibt es steuerliche Probleme. Also da müsste man dann einfach ein bisschen strategischer vorgehen und sagen, aber wir haben euch anzubieten, ihr steht auf unserer Webseite. Ohne zu sagen, ohne aktive Verlinkung, sondern einfach wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl sozusagen in der Verhandlung zu haben und schon ein Sponsoring anzubieten, aber eben ein zurückhaltendes, weil alles andere, oder man ist sich halt der steuerlichen Konsequenzen bewusst und denkt es mit. Also man muss,
im Grunde genommen dann genau wissen, was ich tue und was hat das für steuerliche Konsequenzen. Es muss ja nicht, wenn Sie ein echtes Sponsoring machen, nicht immer gleich steuerliche Konsequenzen haben, weil wir auch gewisse Schwellenwerte haben. Ne, da komme ich ja noch drauf hinzu, die vielleicht viele Bibliotheken gar nicht reißen werden im Jahr. Also auch nicht, wenn Sie, wenn jetzt die Kommune ein Träger ist und nicht ein Verein. Das beleuchten wir ja noch. Wichtig ist, dass man wirklich, das finde ich als Sponsor immer entscheidend, ich würde gerne das erreichen. Das sagen die auch oder sagen, nee, ich möchte euch einfach unterstützen, ich finde cool, was ihr da macht. Ja? Ich gebe euch eine Spende und gut. Ja. Das wäre natürlich die einfachste Form des Sponsorings. Und ich habe Ihnen, da gibt es ja auch noch, dass man nur, das kann sich jeder im Skript anschauen, dass man, wenn man eine Spende hat, dass man auch dann die Muster benutzt, die vorgeschrieben sind seit 2013, findet man auf der Website des BMFs. Hier haben Sie mal im Grunde für private oder für juristische Personen des privaten Rechts. Es gibt eben auch speziell, das habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, Spendenquittungen, sprich Zuwendungsbestätigungen für juristische Personen des öffentlichen Rechts. Das muss man beachten. Ja? Aber da kann man sich auch innerhalb der Kommune kundig machen, denn die stellen ja, denn ich glaube nicht, dass die einzelnen Bibliotheksleiter die Spendenquittungen ausstellen. In der Regel dürfen die das gar nicht, ne, weil das die gesetzlichen Vertreter der, ne, der Kommunen etc. machen müssen und die verwenden schon die richtigen Muster. Wollte ich bloß mal darauf hinweisen, dass man das nicht verkehrt macht. Ja, also das wichtig ist, das macht dann aber auch die entsprechende Stelle bei Ihnen jetzt in der Kommune, dass man immer ein Duplikat hat von der Zuwendungsbestätigung. So, und dann sind wir schon in dem Passus, wenn wir keine Spende vorliegen haben, wann haben wir denn eine entgeltliche Betätigung und das dann vielleicht auch mal übertragen auf digitale Fundraising-Möglichkeiten. Wir haben ja noch knapp 40 Minuten und da ist entscheidend, wir haben ja vorhin schon immer das Wort gehört, es liegt kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor. Na, dann müssen wir natürlich wissen, was ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb? Und das ist geregelt in § 14 Abgabenordnung. Das ist für alle im Grunde im Steuerpflichtigen, egal Unternehmer, Verein, Stiftung. Bei Kommune haben wir ja noch in BGA, da ist es noch etwas spezifizierter geregelt. Aber prinzipiell, ich habe Ihnen mal die wichtigsten Dinge hier eingefärbt, haben ja einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wenn wir selbstständig nachhaltig tätig sind, um Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. So und die Absicht, Gewinn zu erzielen, das ist ein ganz wichtiger Passus, ist nicht erforderlich. Also wir haben wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, auch wenn wir selbst von einem Selbstkostenpreis ausgehen. Ne? Das ist also ganz wichtig. Ich muss also keinen Gewinn machen. Na, wenn ich keinen Gewinn mache, zahle ich natürlich auch als Kommune keine Ertragssteuer, aber das Umsatzsteuergesetz definiert den Unternehmer in § 2 USTG schon so ähnlich. Und das ist dann die Gefahr. Ne? Also bei Ihnen ist dann prinzipiell so als erstes die Umsatzsteuer die Gefahr, dass man dann auch in eine umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage hineinrutscht, weil man im Grunde sehr schnell Unternehmer auch im Sinne USTG ist und dann auch einen Geschäftsbetrieb hat, weil das so ähnlich definiert ist. Wichtig ist, die Absicht Gewinn zu erzielen, das ist noch nicht mal erforderlich. Wie hoch ist die Umsatzsteuer? Mal ganz kurz als Rückfrage. Ja, das ist jetzt, also es sind ja viele Dinge, also Regelsteuersatz sind 19%. Dann haben wir auch ermäßigten Steuersatz 7%. Der trifft zum Beispiel auch auf die Ausleihe von ermäßigten Steuersatz für E-Books und so weiter zur Verfügungstellung. Ne, das ist geregelt auch in der Anlage zum § 12 USTG. Das kann man sich im Grunde genommen dann auch nochmal jeder nachlesen oder kundigen bei seinen entsprechenden Stellen, wenn es dann so ist. Ja, aber die meisten Sachen sind dann mit 19%. Man kann sich auch befreien lassen als Bibliothek. Da gibt es einen § 4 Nummer 20 USTG. Also wenn das dann so zutrifft, da gibt es für gewisse Einrichtungen der öffentlichen Hand und vergleichbaren Unternehmen eben auch eine Befreiung, das betrifft eben im Wesentlichen kulturelle Betätigung. Und da wäre auch die Bibliothek, kann dann auch drunter fallen. Da braucht man eine Bescheinigung, aber das ist vielleicht nochmal am Ende der Diskussion.
beim Sponsoring, aber das ist ja hier noch das Entscheidende, ne? Wenn man also dann dort umsatzsteuerpflichtig wäre, sind es immer 19%, da gibt es keinen begünstigten Steuersatz. Und wir sehen, wir haben ja Lex Specialis bei den wirtschaftlichen Betätigungen in einer Kommune, also die auch Träger der Bibliothek sein kann, eine spezielle Definition im Körperschaftssteuergesetz. Ne? Und wir sehen, da reicht, da haben wir schon einen Betrieb gewerblicher Art, der dann auch besteuert wird. Ne, mit den entsprechenden Ertragssteuer, die ist ja mit Gewerbesteuer so ungefähr 30% jetzt im Normalfall so kalkuliert. Körperschaftsgewerbesteuer zusammen. Und wir haben ja schon eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigung zur Erzielung von Einnahmen. Das reicht, wenn man also 35.000 Euro im Jahr übersteigt. Wenn das also eine Betätigung ist, die sich auch hervorhebt, ne, dann das ist alles im Grunde nochmal ausführlich im Körperschaftssteuergesetz geregelt und auch in der Rechtsprechung. Und das muss man dann im Grunde mit den betreffenden Stellen auch mal abklären. Wenn man auf einmal ein Sponsoring hat von 50.000, kann ja mal passieren. Manche Unternehmen sind ja aus verschiedenen Gründen auf einmal sehr großzügig. Dann kann man schon im BGA auch Sponsoring mit anderen Betätigungen vergleichbaren Vorliegen haben. Das hat dann schon eine Auswirkung auf die, ja, auf die Steuerabgabe dann auch eine Kommune im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art. Da nochmal als Hinweis, ne? Das ist so ein Schwellenwert. Bei der Umsatzsteuer werden wir ja sehen, haben wir es dann bei mit 22.000 Euro, wo man dann nicht mehr Kleinunternehmer ist. Und das wäre dann auf der Tagesordnung, wenn man eben aktive Werbeleistungen hat, die wir uns jetzt mal anschauen. Und da sind wir direkt, ne, will das ja auch ein bisschen praxisbezogen. Hier ein Screenshot, ich habe das mal aus meiner Heimatstadt jetzt hier Leipzig gefunden. Die Stadtbibliothek Leipzig, vielleicht sogar jemand unter uns, ja, hat im Grunde, finde ich auch wie viele Bibliotheken, super Webseiten. So, und dann schaue ich gleich so, wie das im Grunde auch ein Finanzbeamte machen würden. Ne? Das ist ja so Berufskrankheit. Ja, was passiert denn da? So, und ich habe jetzt hier, wenn man jetzt sieht, auf diesen Link geklickt von brockhaus.de, genau. Ne? Das war ja so interessant, hier steht direkt links. So, und dann habe ich auf Brockhaus geklickt, Entschuldigung, und ich finde im Grunde, wir haben es in Screenshot, ich bin bei Brockhaus gelandet. So, jetzt habe ich hier drunter geschrieben, aktive Werbung, Fragezeichen. So, nach dem Sponsoring-Erlass und auch, wie ihn die Finanzverwaltung auslegt und anwendet, haben wir hier einen Leistungsaustausch. Ich blättere mal zurück, wir haben nicht einmal hier ein Logo, wenn im Grunde genommen hier der Link gestanden hätte, ohne Verlinkung, steuerneutral. Da hätte man sogar das Logo von Brockhaus, jetzt nicht riesengroß, so von allen, die hier sind, in gleicher Höhe. Ich nehme mal den roten Punkt, wenn hier überall das Logo wäre, ne, von den Unternehmen, sind ja zum Teil auch hier Einrichtungen der öffentlichen Hand, aber alles ist gleich groß und es wird nicht verlinkt, steuerneutral. Aber ich könnte jetzt, also bei vielen gemeinnützigen Trägern, bei Kommunen schauen sie ja jetzt noch nicht so spezifiziert die Finanzverwaltung drauf, wie schon bei den gemeinnützigen Körperschaften. Aber ich möchte es eben aus der normalen Veranlagungspraxis eben dann schon mal dafür sie sensibilisieren, wäre das hier ein Leistungsaustausch, weil ich sofort bei Brockhaus lande. Und da würde man jetzt im Regelfall sagen, na, was zahlt denn Brockhaus dafür oder macht Brockhaus dafür was? Und wenn Brockhaus da nichts Konkretes als Gegenleistung bringt, dann ist alles gut. Ne? Also wenn, das hat nicht nur, weil ich das gerade hier sehe, Geldzahlung, die muss gar nicht fließen. Also wenn auch keine andere Leistung erfolgt von Brockhaus, dann, hier schreibt auch jemand, Deutschen Bibliotheksverband, genauso ist es richtig, Moderator, waren Sie das, Frau Böttcher? Oder, ja, es waren Sie, okay. Ja, na, auch Sachleistung oder andere Leistung oder gewisse begünstigte Zugänge, das wäre dann alles schon der Leistungsaustausch. Das könnte mal recherchiert werden. Also ich möchte Ihnen nur vor allen Dingen dann zeigen, wo Sie bei bestimmten Fundraising-Aktivitäten, ist ja immer schön,
wenn man sowas machen kann, auch gerade mit Brockhaus, dass dann durchaus dort eine steuerliche Bemessungsgrundlage schlummern kann. Ja. Mein zweites Beispiel, auch das habe ich jetzt mit dem Filmportal dasselbe. Ne, auch dann habe ich geklickt und war dann auf der Website, ne, dieser Firma Filmfriend. Und das würde im Grunde genommen, wenn die jetzt irgendwas der Bibliothek dafür einräumen oder vielleicht über einen Bibliotheksverband an sich, dann hätten wir theoretischen Leistungsaustausch. Also das, wo ich jetzt gerade sage, das kann ja auch durchaus sein, dass der Bibliotheksverband was organisiert, ne, mit größeren Unternehmen für seine Mitglieder, dann wäre dann das Problem auf der Seite des Bibliotheksverbandes, ne, was man vielleicht mal beleuchten müsste. Ne. Auch wenn genau, das Kostenpflicht hier ist, ja, sorry, hier ne, für den Nutzer, das hat damit nichts zu tun. Ne. Wenn Sie natürlich einfach nur dahin weisen, Sie bekommen jetzt wirklich keine Gegenleistung, dann ist alles gut. Jetzt bei einer Kommune. Bei gemeinnützigen Trägern, also wenn das jetzt der Berufsverband ist, ein gemeinnütziger Verein, da haben wir dann ein ganz anderes Problem, was ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Da hätten wir sogar einen Selbstlosigkeitsverstoß, weil im Grunde der Bundesverband als gemeinnützige Körperschaft in Unternehmen Werbung gestattet, ohne was das es dafür bekommt. Das ist nämlich dann eigentlich noch manchmal viel schlimmer. Das aber nur mal am Rande, das betrifft jetzt nicht die Bibliotheken, die in Trägerschaft einer Kommune sind. Ne? Da ist es dann vielleicht ja, intern haushaltsrechtlich ein Problem, keine Ahnung. Auch wenn hier so steht, das Beispiel ist griffig, das Beispiel ist schon griffig, um einfach zu zeigen, wann habe ich einen Leistungsaustausch, Punkt. Ne? Wenn ich natürlich jetzt als Bibliothek einer Kommune da nichts dafür bekomme, sondern das ist Service für die Leser, ist ja alles gut. Darauf wollte ich bloß hinweisen. Ja. Aber laut Sponsoring-Erlass und auch anderen Verwaltungsanweisungen ist das schon aktive Werbung. Ja, ja, die Beispiele sind verwirrend, lese ich. Überrascht mich, die sind nicht verwirrend, weil man einfach nur sehen muss, Verlinkung ist Leistungsaustausch, Punkt. Bekomme ich nichts dafür, habe ich ja keine oder mache ich keine andere Gegenleistung, Lieferung, habe ich keine steuerliche Bemessungsgrundlage, ist ja alles gut. Ich wollte dir nur zeigen, es kann ja auch mit anderen Unternehmen, wenn Bibliotheken andere Unternehmen auf ihre Website nehmen, vielleicht aus der Region und sie verlinken, bedanken sich für die Unterstützung, ja, und das Unternehmen zahlt dann irgendwas oder gibt eine andere Leistung, dann haben wir einen Leistungsaustausch. Das wollte ich damit bloß mal zeigen. Ne? Genau, es geht um die aktive Verlinkung. Ne? Das sind jetzt ja, natürlich. Geht nur um die aktive Verlinkung. Genau, aber die Beispielbeträge ist was ganz anderes. Ja. Genau, also die ja. Beispiele mit Brockhaus und auch Filmfriends, das sind ja Serviceangebote, die für die Bibliotheken auch bezahlen, also und die dann einfach genutzt werden, sobald man ja. Leser in sozusagen einer Bibliothek ist. Es ist jetzt keine Werbung in dem Sinne, aber ich verstehe den Hinweis, sobald man aktiv auf ein Unternehmen auf der eigenen Webseite verlinkt, ist das steuerlich relevant. Genau, wenn man aber, wie ich hier lese, wenn man das nur als Service für die Leser macht, man bekommt nichts dafür, dann ist ja alles gut. Das hatte ich eingangs erwähnt. Ich wollte nur hinweisen, dass und mal Beispiele aus Ihrer Branche nehmen. Ne, darum ging es mir nicht irgend anderen Betätigungen, was sie gar nicht betrifft. Wenn aber jetzt angenommen, Beispiel Filmfriend sagt, super, ihr habt jetzt hier, ja, toll, dass ihr uns so verlinkt. Wir machen jetzt mal was für die Bibliothek, ne, und geben euch jetzt mal 10.000 Euro, dann könnte das eben ein Leistungsaustausch sein. Punkt. Das wollte ich damit sagen und auch Frau Deders mit, wenn wir jetzt die Sparkasse verlinken würden, die zahlen dafür, dann wäre es Sponsoring, genau. Ne, wenn man dann, da hat man also die Verlinkung. Was ich zeigen möchte, dass es also nicht immer auch ein Logo da sein muss, sondern es reicht schon, wenn eben nur die Website benannt ist und dann die Verlinkung. Ne, das wäre eben auch schon ausreichend. Ja. Okay. So, und dann sind wir beim Crowdfunding. Das ist ja eine Form, die zunimmt oder zugenommen hat in den letzten Jahren zur Beschaffung von Mitteln. Und was dies auch sehr interessant ist, weil man zum einen eben sehr
überregionale Unterstützer auch erreichen kann. Es gibt viele Menschen, die sich eben dann gerade bei den Portalen wie Startnext dann immer wieder mal hineinschauen dort, was gibt es für tolle Projekte, was kann ich unterstützen. Und man erreicht eben dadurch nicht unmittelbar die Bewohner im Umkreis der Bibliothek, sondern auch sehr überregional. Und entscheidend ist, hat man ein tolles Projekt, ja oder nein? Und dann finde ich auch viele Unterstützer. Und wenn man das Crowdfunding noch mal kurz beleuchtet, ich habe mal hier so ein Beispiel bloß konstruiert. Das läuft also so, das läuft ja über eine Plattform. Der Projektträger ist im Grunde genommen eine Bibliothek, eine Kommune, kann auch ein Verein sein oder der Bibliotheksverband. Und der sagt, wir wollen jetzt hier viele internationale Kinderbücher für die Bibliothek anschaffen, brauchen dafür 5.000 Euro. Und dann staffelt man das nach verschiedenen Beträgen. Wer eben sehr viel bezahlt, der bekommt eben eine interessante Prämie, was ich hier mit diesem Geschenk andeuten will. Und das ist im Grunde auch dann der Knackpunkt. Habe ich hier steuerliche Vorgänge? Ja, nein. Ja. Und damit wir das etwas besser verstehen, nochmal hier als, was ich mal für gemeinnützige Körperschaften entwickelt habe. Da gibt es auch ein BMF-Schreiben dazu, in 17. Ich habe da schon mal einen Artikel in 15 geschrieben, wo im Wesentlichen ja, übereinstimmt auch das BMF-Schreiben, dann sich 17 geäußert hat. Entscheidend ist, dass es also nicht grundsätzlich eine Spende ist, wenn der also Spender sie unterstützt für das Projekt. Er bekommt ja eine Prämie. Das kann eine Lieferung oder eine Leistung sein. Und dann hat man zumindest bei Gemeinnützigen hat man hier diese betreffenden Bereiche. Und bei einer kommunalen Bibliothek, dann wäre eben zu prüfen, haben wir einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb? Ja, nein. Ne? Und dann vielleicht eine Betätigung im Rahmen eines BGAs. Und mal als Hintergrund direkt vom Startnext, Sie sehen das hier, das können Sie dann selber schauen. Also das war mit das Einzigste, was ich von der Bibliothek so gefunden habe. Wie gesagt, das hat nicht funktioniert. Also es hatte nicht genug Unterstützer, diese Idee private mit öffentlichen Bibliothek zu verknüpfen. Aber interessant war das, was dann hier so als Prämien, ja, als Unterstützerprämien ausgegeben waren. Sie sehen schon, hier von 50 Euro, 130 Euro bis 350 Euro und dann ging es sogar bis 10.000 Euro. Kann man sich anschauen, das war schon gewaltig. Und darum geht es, weil auch eine, wenn das Ihre Kommune jetzt nicht verbietet, wäre das ja als Bibliothek auch immer eine sehr spannende Geschichte, mal eine Crowdfunding-Aktion zu starten. Es gibt ja auch von der Sparkasse auch so regionale Crowdfunding-Plattformen. Und da hat man hier geschrieben, die kleine Spende, 50 Euro. Da will ich Ihnen mal zeigen, ich habe das dann mal mir angeschaut, was da steht. Und da sehen Sie mal die kleine Spende und mit deinem Beitrag unterstützt du nicht nur eine tolle Idee, sondern rettest die Buch- und Lesekultur und holst Menschen aus der digitalen Isolation. Erstmal bis hierhin alles gut. Und dann kommt ein entscheidender Satz, inklusive unbegrenzten Biblio-Abo. Ja. Und dann kriege ich noch eine Spendennadel. Die Spendennadel wäre nicht das Problem. Das ist mehr so wie Öffentlichkeitsarbeit. Das sieht die Finanzverwaltung jetzt nicht unbedingt als Leistungsaustausch. Aber das Abo, ja, das reicht schon aus. Weil ja eine Spende ohne jegliche Gegenleistung sein muss. Wenn ich mich bedanke mit einer Postkarte oder eben mit so einer Spendennadel, das ist noch okay. Wenn die schon limitiert ist, da kann man sich auch schon trefflich streiten. Sie sehen das manchmal gar nicht so einfach. Aber die Finanzverwaltung würde jetzt bei einem gemeinnützigen Träger, der das macht, würde die schon sagen, ja, das ist ja kein Abo mehr. Ja, das ist ein Leistungsaustausch, die kleine Spende. So, und bei der größeren Spende, da waren noch mehr Leistungen dahinter. Und wenn man natürlich dann für 350 Unterstützungsprämie dort eine Veranstaltung für den Unterstützer organisiert, da haben wir natürlich ganz klar einen Leistungsaustausch. Ne? Das wäre jetzt bei Vereinen oder bei gemeinnützigen BGA, das gibt es ja auch, das ist gar nicht so schwer, den zu installieren, der Förderung Kunst und Kultur als Zweck hat, dann wäre das sogar dann noch im begünstigten Bereich eine kulturelle Veranstaltung, ermäßigter Umsatzsteuersatz oder sogar befreit und keine Ertragssteuer. Ne?
jetzt bei einer normalen BGA, Bibliothek, wenn es eine BGA ist, ne, und in der Regel ist ja eine Bibliothek ein Regiebetrieb als eine Form der Betrieb gewerblichen Art. Ne, das werden etliche von Ihnen hoffentlich schon mal gehört haben. Vielleicht die Leiterin der Bibliothek, den Mitarbeiter vielleicht weniger. Aber wenn das dann sehr viele Einnahmen so im Grunde genommen organisiert werden oder erwirtschaftet werden, dann kann ich schon dort Bemessungsgrundlagen produzieren. Also da wollte ich Ihnen darauf hinweisen, Crowdfunding, Prämien sind nicht automatisch eine Spende. Ne? Das ist oft ein Trugschluss. Und das hat das BMF auch sehr ausführlich, anschaulich, ohne dass man jeden Tag mit Steuern zu tun haben muss, in diesem Schreiben 2017. Das finden Sie auch dann auf der Website im Internet, kann man sich das mal durchlesen. Dann verstehen Sie auch vielleicht die Problematik im Nachhinein noch mal besser. Ne? Ich sehe schon hier Diskussionen, genau, dass man also das nicht so hoch setzt, die Prämie. Ne? Das ist natürlich, da weiß Frau Birtscher viel besser Bescheid, ne, wie man erfolgreiches Crowdfunding wahrscheinlich gestaltet. Aber diese Form, das Fundraising-Beschaffung oder Mittelbeschaffung als eine Form des Fundraisings, scheint jetzt nicht so unbekannt in Ihrem Kreis zu sein, was mich auch nicht überrascht. Ja. So, das hatten wir uns angeschaut und dann sind wir da nochmal als Hinweis, wenn Sie im Grunde genommen jetzt kein Verein als Träger der Bibliothek sind, das gibt es ja auch, aber überwiegend sind Sie ja ein Kommunen, dann ist eben die Kommune der Träger und deswegen hat sie eben dann auch zu prüfen, haben wir hier umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage, also ist die Lieferung, Leistung, die wir erbringen, steuerbar, auch im Rahmen des Crowdfundings. Haben wir vielleicht eine Steuerbefreiung? Das wird dann in der Regel nicht zutreffen, ne, weil es auch dann nicht mehr hoheitlicher Bereich ist. Und dann ist eben die Frage auf die gesamte Kommune, und da sind ja viele dann drüber mit anderen Betätigungen, ja, komme ich über die Umsatzgrenze 22.000, ne, was ein Kleinunternehmer ist. Also das ist nun mal der Werdegang für Sie. Eine Lieferung, Leistung gegen Entgelt im Inland ist steuerbar und dann muss man schauen, ist sie steuerbefreit? Ja, nein, wenn sie steuerpflichtig ist, habe ich im Grunde ein umsatzsteuerliches Problem. Mehr möchte ich das hier gar nicht ausführen. Man muss es dann einfach mit den betreffenden Stellen in der Kommune als Träger der Bibliothek absprechen. Ja. Haben wir da irgendwas zu beachten oder ich informiere die Kommune hier, wir machen ein Crowdfunding, da kann es sein, dass wir dort steuerliche Messungsgrundlagen zu beachten haben. Mehr wollte ich, ne, damit Ihnen gar nicht vermitteln. Also, dass die Bibliothek nicht annimmt, Sie hatten es ja eingangs erwähnt, Frau Böttcher, dass das alles steuerneutral ist und das Geld aus dem Crowdfunding 1:1 in den Bibliothekshaushalt fließt, was wahrscheinlich dann nicht passieren wird, ne, weil wahrscheinlich auch Umsatzsteuer zu beachten ist. Ja, ich sehe es auch hier, bessere Plattform für Bibliotheken ist Better Place. Da geht es aber rein nur um, wie gesagt, um Projekt Spenden. Da habe ich diese Unterstützungsprämien nicht wie beim Crowdfunding. Ne? Da geht es rein nur um Spenden sammeln für ein Projekt und vielleicht dann die Zuwendungsbestätigung. Ja. So, und wenn man das im Grunde genommen, da will ich vielleicht dann nochmal in den letzten Viertelstunde, die uns verbleiben, nochmal Sie darauf aufmerksam machen, es macht durchaus Sinn, dann für so eine Bibliothek, weil es dann einfach steuerlich klarer und auch haushaltstechnisch besser handelbarer ist, weil Sie ja dann nicht einen ganzen Kommunenhaushalt hinter sich haben, wenn Sie dort Mittel sammeln, sondern Sie haben dort einen gemeinnützigen Verein, der im Grunde dann nur als Zweck hat, die Bibliothek der Kommune zu unterstützen. Ne? Also er kann ja dann die Spenden weiterreichen an eine gemeinnützige Körperschaft oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Und er hat als einzigster Zweck, wenn man es als reinen Förderverein macht, er sammelt Geld ein, Sachleistung, sonstige Leistung, reicht die an den Träger der Bibliothek weiter. Ne? Kann vielleicht mal eine gemeinnützige Körperschaft sein, aber in der Regel juristische Person des öffentlichen Rechts. So, und dann haben wir im Grunde genommen, wenn wir eine reine Förderkörperschaft sind, das schreibe ich ja dann so in der Satzung, eine Förderung ist Kunst und Kultur, wird verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln für die Bibliothek der Stadt XY. So wäre das dann einfach zu gestalten. Und da habe ich
im Grunde genommen einen ideellen Bereich, der ist steuerneutral, wo die ganzen Spenden festzuhalten wären und dann in der Regel einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, aktive Werbung oder ja, ich mache dann Veranstaltungen etc., Lesungen und so weiter bei einer reinen Förderkörperschaft. Ne? Es gibt auch Förderkörperschaften in dem Bereich, die dann auch Kunst, also kulturelle Veranstaltungen selbst durchführen, dann hätten wir sogar einen Zweckbetrieb. Ich wollte jetzt mal auf die einfache Form, dass man einen Verein vielleicht gründet, der sich nur damit beschäftigt, wie ich Mittel für die Bibliothek oder für die Bibliotheken einer Kommune besorgen kann. Ne? Dass ich also dort ganz klar dann auch Unterstützer ansprechen kann oder Unterstützerin. Und dort ist es dann manchmal einfacher, eben das aus dem vollkommen unabhängig vom Stadthaushalt zu machen. Ich agiere als Verein vollkommen selbstständig mit allen natürlichen Aufzeichnungspflichten, aber dann habe ich im Grunde klare Spielregeln. Ich gehe mal dann weiter. Ich hätte dann, wenn ich jetzt im Grunde genommen hier klassisches Sponsoring mache, aktive Werbung, müsste ich erst Ertragssteuern zahlen, wenn ich einen Umsatz über 45.000 Euro im Jahr habe. Umsatz, ne? Einschließlich Umsatzsteuer. Also es wären dann viele gar nicht reisen. Ne? Denn für eine Bibliothek sind schon 20.000 Euro sehr viel. Und Schwellenwert bei der Umsatzsteuer wären dann 22.000. Ne? Also aus dem unternehmerischen Bereich. Wenn ich dann eben noch kulturelle Veranstaltungen selber mache, per Satzung wie Lesung, ne? Dann wären im Grunde genommen das hier anzusiedeln. Dann habe ich dort keine Ertragssteuer und Umsatzsteuer 7 oder sogar 0%. Das ist möglich. Also, ne, und das kann man im Grunde genommen auch mit einem gemeinnützigen BGA, da wären das die gleichen Spielregeln, das mal als Hinweis, das haben wir in manchen Bereichen auch bei Hochschulen so gestaltet, das ist dann, hat dann viele Vorteile, dann hat man also einen gemeinnützigen BGA Bibliothek, Förderung Kunst und Kultur, und das müssen Sie aber mit Ihren entsprechenden Entscheidungsträgern absprechen. Man installiert so einen gemeinnützigen BGA, indem man einfach eine Satzung schreibt, da reicht eine Seite, wie bei einem gemeinnützigen Verein. Ne? Bloß, dass die ganzen Regelungen zur Mitgliederversammlung, sowas, das fällt dann natürlich alles weg. Das ist sehr überschaubar. Also wir haben da Satzungen bei gemeinnützigen BGAs, die passen auf eine Seite. So, und das muss man vom gesetzlichen Vertreter unterschreiben lassen oder beschließen lassen, wer immer das macht. Das muss wahrscheinlich nicht immer durch einen Stadtrat gehen oder so. Wir wissen ja, die Entscheidungsfindung ist ja gerade ne, in der deutschen Bürokratie, will ich nicht weiter kommentieren, kann man nochmal manchmal mit dem Kopf schütteln. Aber den Weg müssten Sie dann gehen. Aber wenn Sie das ausschließen wollen, dann reicht im Grunde ein gemeinnütziger Verein ja, als Förderkörperschaft. Und das habe ich mal hier so als Beispiel für eine Bibliothek oder für einen Förderverein, der eine Bibliothek unterstützen will. Einmal als Förderkörperschaft, ne, da haben Sie schon mal so eine Formulierung. Und dann kann er selber auch noch kulturelle Veranstaltungen durchführen. Das habe ich mal hier als ja, Muster, wo man sich zumindest mal orientieren könnte, schon mal formuliert. So, und dann gibt es, das ist ein Gemeinnützigkeitsrecht, nur damit Sie es mal gehört haben, dann sind alle kulturellen Veranstaltungen auch immer steuerbegünstigt, das ist also nicht schwierig zu handeln. Ne? Da nochmal ein Hinweis, dass bei Ihnen ja genauso auch als BGA, als Regiebetrieb, Bibliothek, ne? Wenn Sie jetzt selber Speisen und Getränke verkaufen würden bei Veranstaltungen, haben Sie auch erstmal eine wirtschaftliche Betätigung, ne? Die dem BGA zuzurechnen ist. Das ist, denke ich, jetzt nicht überraschend. So, und dann hat man, findet ja auch auf Facebook viel in Bibliothek. Ich habe das mal hier Stadt- und Kreisbibliothek Wandsleben e.V. Ne? Da geht es um Lesungen. Sie sehen, der Eintritt kostet 7 Euro. Das ist natürlich keine Spende. Ne? Das wären dann auch Einnahmen sozusagen bei dem Träger der Kreisbibliothek. Ich vermute dort die Kommune ne? Im Rahmen des Regiebetriebes. Ja? Das sind dann, wenn sie natürlich sehr aktiv sind, mit solchen Aktionen und sie, ne, dann haben sie natürlich, weil die Kommune Gesamtunternehmer ist für ihre ganzen BGAs, dann haben sie natürlich dort schnell, sind sie oft keine Kleinunternehmer mehr, haben sie eine USDG und dann müssen sie natürlich sich mit den Stellen kurzschließen, wie dann entsprechend die Bemessungsgrundlagen intern gemeldet werden. Ja. Aber wir sind hier definitiv dann im steuerlichen Bereich.
das nochmal als Hinweis auch für vielleicht Argument Fördervereinen. Das ist noch nicht so bekannt, weil diese gemeinnützige GmbH in Natura, Sie sehen das hier aus dem Screenshot von der Website, dort können Sie online Sachspenden beschaffen. Die haben eine Website, da können Sie sich beantragen. Ich habe aber gelesen, nur für gemeinnützige Körperschaften, die wollen eben dann auch den sogenannten Freistellungsbescheid. Das wäre dann sozusagen gemeinnütziger BGA oder ein Verein, Förderverein für eine Bibliothek. Die können sich dort anmelden und sagen, angenommen, wir brauchen Bücherregal, wir brauchen PC, wir brauchen Kopierer. Und diese Inatora, die sammelt dort Überproduktion oder gerade von Amazon viel, Rückläufern, nagelneue Ware. Und der Vorteil ist, dass also die Unternehmen nicht zu den einzelnen Bedürftigen das transportieren müssen, sondern die holen das in großen Margen ab und verteilen das dann entsprechend an die einzelnen Antragsteller. Das kostet eine Bearbeitungsgebühr 20 Euro. Mehr ist da gar nicht zu machen. Also man kann das mal probieren, ob man als BGA-Bibliothek dort mit berücksichtigt wird. Das habe ich jetzt als Spezielles natürlich noch nicht herausgefunden. Aber als Förderverein wären Sie ja definitiv erstmal antragsberechtigt. Das ist gar nicht so bekannt und das ist eine super Sache. Dort kann man also nagelneue Wirtschaftsgüter aller Art, die man gebrauchen kann, dort geschenkt bekommen als Sachspende. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, das wollte ich mal nur als eine andere Form des Fundraisings, was heute alles so möglich ist, mal Ihnen auch zeigen. So, jetzt haben wir noch 9 Minuten. Das wäre jetzt nur noch mal, wenn Sie ein gemeinnütziger Verein sind oder gemeinnütziger BGA, ne, da ist es also prinzipiell möglich, das möchte ich mal hier, kann man nachlesen, weil immer der Mythos so ist, das gemeinnützige Körperschaft, auch der Bibliotheksverband e.V., ja, der kann sich selbst zu 100% aus aktiven Werbeleistungen finanzieren. Entscheidend ist, wie er die Mittel verwendet. Ja, er kann auch Gewinne machen, weil das ja immer so diese Mythen der Praxis sind, dass man das nicht dürfte als gemeinnützige Körperschaft oder ein gemeinnütziger BGA. Ja, die gleiche Spielregel. Ja, also nicht die Mittelherkunft ist entscheidend, sondern die Mittelverwendung, dass man das entsprechend dann für seinen Satzungszweck ausgibt. Ja, also man kann als gemeinnütziger BGA, wenn man das mal checken will, oder eben als gemeinnütziger Förderverein dann schon sehr viel machen. Und ich sehe die Stärken eines Fördervereins vor allen Dingen, dass er vollkommen raus ist aus den kommunalen Prozessen. Ich kann also selber Veranstaltungen organisieren, Leute ansprechen, Unterstützer finden und muss das dann natürlich nicht diese ganzen Vorgaben, die Sie ja kennen aus dem kommunalen Haushalt und Entscheidungsprozessen, dann bin ich dann raus, sondern ich mache das vollkommen eigenverantwortlich als Verein. Wenn ich die 7 Mitglieder reichen, ja, oder wenn es dann mal 10 sind, wie eine kleine Förderelite fürs Buchkunst, Bibliothekswesen, ja, und wie dann selber was organisieren, eigenverantwortlich auf eigene Rechnung, dann die Mittel weiterreichen an die Bibliothek, ist vielleicht mal ein Ansatz, den man trotzdem nochmal durchdenken sollte. Und die können dann auch Crowdfunding-Aktionen machen, ne? Die Spielregeln sind dann die gleichen, aber es passiert alles dann im Formträger des Fördervereins für dieses Crowdfunding und nicht dann vielleicht die Kommune. Ne? Das stelle ich mir schon wieder schwieriger vor, dann mit einer Kommune eine Crowdfunding-Aktion abzusprechen. Ne? So, und wichtig ist prinzipiell, auch Sie jetzt als Regiebetrieb, Bibliothek, dass Sie klar vereinbaren, ne, oder absprechen, was möchte der Sponsor. Der kann ja auch Geld bezahlen für klassisches Sponsoring, dann kann er extra noch eine Spende zahlen, alles möglich, das muss man nur klar im Vertrag definieren. Und dann natürlich auch die steuerlichen Auswirkungen vor Vertragsunterzeichnung oder vor dem Deal, was man da vereinbart hat, prüfen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch bei den Gemeinnützigen so, dass man sich dann in den Entscheidungsprozessen mit den entsprechenden Verantwortlichen unterhält. Und das steuerliche Risikomanagement, was Sie immer checken müssen, erbringe ich eben eine Tätigkeit gegen Entgelt oder Geldwertenvorteil, dann habe ich da schon eine steuerliche Bemessungsgrundlage und dann muss ich prüfen, habe ich hier ertrags- oder umsatzsteuerliche Konsequenzen bei dem Träger dieser Betätigung. Ja, und die Ansätze für Innovation, ne, das nicht nur neue Organisations-
Formen, Möglichkeit, Geschäftsmodellen. Ich hatte Ihnen das mit dem Förderverein mal nahegelegt, sondern vielleicht auch andere neue Dienstleistungen. Ich habe gesehen, das ist ja schon sehr vielflächig, was die Bibliotheken da anbieten. Das war mir gar nicht so bewusst. Das war auch mal für mich interessant. Ja, und ganz wichtig ist natürlich, was können wir auch bei anderen Organisationen durchaus auch mal bei Gemeinnützigen abschauen, was die machen und sich austauschen. Ja, das ist sicherlich auch nicht verboten, das dann für seine Fundraising-Aktivitäten zu übernehmen. So, genau. So, Ihre Fragen. Jetzt sind wir gut durch, hätte ich gar nicht gedacht, ne, mit fast Punktlandung. Und ja, sehe hier, es kam ja dann nochmal Hinweis auf Better Place, klar. Ne, das Dankeschön, das ist nochmal ein gutes Fazit. Das ist eben vollkommen steuerneutral am einfachsten. Ne? Wenn man das natürlich so gestalten kann, dann haben wir gar keine steuerlichen Probleme. Ja. Genau, es gab vorhin noch eine Frage, die, die ist wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten. Und zwar, wie hoch ist denn so ungefähr die steuerliche Abgabe, wenn ich jetzt ein Sponsoring ins Auge fasse? Also was muss ich da nochmal beachten? Vielleicht können Sie es nochmal ganz kurz, das ist ja sehr komplex, wahrscheinlich kann man es gar nicht so leicht beantworten. Ne? Was muss ich, also wenn ich jetzt ja. 1.000 Euro brauche für mein Projekt, machen wir es mal ganz anschaulich, was muss ich da mitdenken, welche Steuern? Also wird hier die erste Steuer, die auf den Plan kommt, bei Ertragssteuern, da muss ich einen Gewinn haben. Und wenn ich jetzt einen Regiebetrieb, einen Eigenbetrieb, also einen Betrieb gewerblicher Art habe, bei einer Bibliothek und kommunaler Träger da ist, was ja die meisten hier, ne, hier zutrifft, da habe ich im Grunde in der Regel keinen Gewinn. Ne? Da ist dann die Umsatzsteuer, ich sage nur dann auch § 2b USTG für Kommunen, ne? Ab 23 wird er ja da scharf geschossen, die damit zu tun haben, die wissen, was ich meine. Also die Umsatzsteuerlast wird in der Regel als erstes dann greifen und da hätten wir dann 19% bei einem klassischen Sponsoring. Ja? Mhm. So, das ist im Grunde genommen, wenn man das dann vereinbart bei größeren Summen oder wenn man jetzt die 1.000 Euro vereinbaren würde und man kommt dann mal drauf, ne, wenn die Kommunen wären ja an sich jetzt nicht so geprüft, die BGAs wären ja geprüft, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das mal so findet, dort weniger. Aber, jetzt komme ich zu dem Aber, es gibt Kontrollmitteilungen. Wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen geprüft wird, was sie unterstützt hat, und die finden dort, ne, auch entsprechend Vertrag oder eine Rechnung von Ihnen, ne, für Sponsoring wird vereinbart oder berechnet, dann kann es sein, dass die eine Kontrollmitteilung, ne, mal machen und schauen und sagen, bitte prüft man den BGAs, ob da die Umsatzsteuer richtig ermittelt worden ist. Und wenn Sie dort eine Bruttosumme vereinbart hätten, 1.000 Euro, dann würde man den 19% herausrechnen. Mhm. Besser ist, aber das müssen Sie dann mit Ihren Entscheidungsträgern, also in den Finanzen, dann absprechen. Dann würden Sie eben 1.000 Euro zuzüglich 19% Umsatzsteuer entsprechend dann vereinbaren. Also so kenne ich das auch aus dem, genau, aus dem Hochschulbereich. Genau. Es wurde geguckt, wie viel Geld brauchen wir und dann wurden die Steuern auf den Sponsoring-Betrag nochmal draufgerechnet. Genau. Also es wäre es klug, wenn Sie 1.000 Euro brauchen, 1.000 Euro plus die 19% obendrauf und das dann als Sponsoring-Leistung zu verabreden im Vertrag. Ich denke weil dann auch, weil haben Sie keine Probleme. Genau, weil ich denke, dass in den meisten Fällen eben die Bibliothek. Ich hatte ja in einem Fall beim BGA auch mal so ein Finanzgerichtsurteil von Düsseldorf, aus Düsseldorf angefügt, ne, wo man, da ging es um die Bibliothek. Die sind in der Regel Eigenbetriebe BGAs und dann haben sie eben, vor allen Dingen Umsatzsteuer ist das, was sie betrifft. Ne. Ertragssteuer, großes Fragezeichen auf null, weil insgesamt so ein BGA keinen Gewinn macht. Hm. Ne. In dem Urteil, da war es sogar ein dauerdefizitäres BGA, das verwundert uns ja bei Bibliotheken nicht. Ja. Aber die Umsatzsteuer, ne, die ist eben, die sagt auch, es ist nicht entscheidend, ob Gewinn gemacht wird, sondern ob ein Leistungsaustausch ist. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, 1.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Der Unternehmer zieht das als Vorsteuer. Ne, das ist also die Mehrwertsteuer, die er in seinen Eingangsrechnungen hat, die zieht er von seiner Umsatzsteuerlast ab. Also bei Ihnen bleibt das netto 1.000 Euro. Und bei Ihnen sind es auch 1.000 Euro Netto Einnahmen und alles ist im Grunde gut.
Ja. Also ich halte es für falsch zu sagen, ja, das machen wir nicht, weil wir da Steuern zahlen müssen. Ne? Wenn man das richtig macht, haben wir 1.000 Euro mehr für die Bibliotheken. Ja. Ja. Genau, aber man braucht eben dieses Hintergrundwissen. Und wir wollten Ihnen heute auch gar keine Angst machen, jetzt irgendwie aktiv zu werden bei der Akquise privater Mittel, sondern im Gegenteil, wir möchten Sie gerne ermutigen. Aber was Sie eben mitdenken sollten, ist... Spende ist das Beste, was Ihnen passieren kann. Und wenn es um ein Sponsoring geht, ist das Passive. Also Sie bedanken sich bei Ihrem Unterstützer oder Ihrer Unterstützerin in nicht hervorgehobener Art und Weise. Und das können Sie im Internet auch noch mal ein bisschen recherchieren, was das so bedeutet. Beispielsweise ein kleiner Logo-Friedhof unten auf einem Plakat, wo einfach mehrere Logos abgebildet sind. Ne? Das wäre so eine nicht hervorgehobene Art und Weise. Ja. Keine aktive Verlinkung, sondern einfach nur ein Nennen oder ein... Ja, also Sie können den Ding schon angeben, aber man darf nicht per Klick auf die Unternehmensseite kommen. Das ist dann schon wieder ein aktives Sponsoring. Sie müssen also im besten Fall bei einem passiven Sponsoring bleiben. Und wenn Sie ein aktives Sponsoring umsetzen, weil der Betrag, den Sie für Ihr Vorhaben brauchen, ein höherer ist und Sie sozusagen um die Gegenleistung in Anführungsstrichen nicht drum herum kommen, dann sollten Sie die mitdenken und sich, bevor Sie das Ganze eingehen, gut beraten lassen, worauf es ankommt. Das ist, glaube ich, ganz kurz und knapp und vielleicht ein bisschen vereinfacht die Message vom heutigen Online-Seminar. Kann ich nur so unterstützen, Frau Böttcher, danke. Denn die meisten jetzt, die zugehört haben, die werden sich nicht mit dem steuerlichen Ding beschäftigen, sondern ne, wir wollten ja heute sensibilisieren, dass man da weiß, wenn man was plant, ach, da könnte, ne, was steuerlich relevant sein. Und dann haben Sie ja Ihre Mitarbeiterin in Finanzabteilung, die dann schon damit umzugehen wissen und dann Ihre Idee, denke ich, steuerlich im Grunde genommen dann entsprechend auch richtig würdigen. Ja? Und nochmal im Fazit der Diskussion mit den schlechten Beispielen Brockhaus und Filmfriend und so. Wie gesagt, wenn keine Gegenleistung ist, ist das alles gut. Ja, aber das ist nochmal ein Punkt, ich muss immer prüfen, mache ich was, ne, für die Unternehmen oder bekomme ich wirklich was von Unternehmen, wo ich dann diese Verlinkung habe. Das ist ganz entscheidend. Wenn Sie dann nämlich einen großen Deal haben mit irgendwelchen Leistungen oder Rabatts etc., das kann dann schon was zusammenkommen. Ne? Also das wollte ich auch nochmal schärfen, dass also eine Verlinkung zumindest immer schon, ja, da geht es schon Richtung Steuern. Da muss man aufpassen. Ja. Aber nicht immer, in jedem Fall, genau. Und also aufpassen ist ja auch nicht schlecht. Also, ne, Sie sollen jetzt, sollen schon die dicken Fische an Land ziehen mit großen Summen von Unternehmen, die Sie fördern oder von Stiftungen auch oder ein tolles Crowdfunding auf Better Place oder wo auch immer. Aber Sie müssen dann einfach sich dessen bewusst sein, es kann steuerlich relevant sein, dass Sie bloß da nicht einfach ins Messer laufen. Genau, das war jetzt nochmal die Botschaft heute. Und klar, wenn Sie einen dicken Fisch an Land ziehen, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail und ich mache das publik auch bei anderen Bibliotheken, weil das ermutigt ja auch. Also Bibliotheken können durchaus auch, wie alle anderen Organisationen gemeinnütziger Art, Ressourcen da akquirieren für ihre Bedürfnisse. Ja, das ist kein schlechter Gedanke und ich hatte es bei der letzten Veranstaltung auch gesagt, es ist immer ganz gut, viele Angeln im Wasser zu haben. Ne? Man weiß ja nicht, was sie so planen und werden sie aktiv. Ne? Seien sie mutig und gehen sie nach vorne für ihre Einrichtungen, für die Bibliotheken. Dafür stehen sie ja auch. Und da halte ich, wenn ich mal kurz, also Förderverein durchaus für sehr sinnvoll, weil es in jeder Stadt auch Bücherfreaks gibt, so wie mich, und die dann durchaus dann dort unkompliziert man dort besser unterstützen kann, ne, als jetzt mit einer Kommune direkt. Ja. Ich überlege mir manchmal auch, wo gebe ich meine ganzen Bücher hin, ne, und so. Das ist dann einfach ein besserer Ansprechpartner. Das ist halt so. Ja. Genau, das ist so ein bisschen eine wendigere Organisation neben einer Bibliothek, als wenn das jetzt alles über die Kommune und über den kommunalen Haushalt läuft. Ne? Da ist es alles ein bisschen rigider und bürokratischer. Ja, genau. Und dauert viel länger. Genau, und meistens geht es dann auch nicht. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Haben Sie gesagt, zum Glück, aber das kann auch passieren. Naja, genau. Wir sind am Ende unserer heutigen Veranstaltung.
Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Herrn Kesseler für die umfangreiche Darstellung dieses wirklich sehr komplexen Sachverhaltes. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Mühe. Gerne. Sollten Sie noch Fragen haben, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Ich möchte Sie gerne noch auf die Veranstaltung nächste Woche hinweisen. Da gucken wir dann wirklich in die Praxis. Ich habe eine Bibliotheksleitung eingeladen, mit der ich mich gerne einmal austauschen möchte, wie das eigentlich so ist, wenn man so private UnterstützerInnen für die Bibliothek findet und was es da für einen Plus gibt, aber auch also welche Chancen das beinhaltet, aber auch möglicherweise, was vielleicht manchmal schwierig ist. Also ich sag mal so, vielleicht gibt es ja auch Interessen der UnterstützerInnen, die man dann berücksichtigen muss. Also nächste Woche gucken wir in die Praxis, nächsten Dienstag. Um 10 geht es weiter. Das ist dann die letzte Veranstaltung. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch da wieder begrüßen dürfte. Für heute erstmal vielen Dank, sowohl an Herrn Kesseler als auch an Sie als Teilnehmerinnen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke. Frau Pötzschon, bleiben Sie noch kurz.